Ja, schönen guten Morgen. Freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich sage sofort eine Bitte, bitte hört zu, weil wir haben einen Vortrag für eine Stunde konzipiert und werden ihn jetzt in einer halben Stunde halten. Es erfordert also höchste Konzentration. Wovon handelt unser Vortrag? Wir alle kennen Fefes Blog. Ja, so sieht das aus. Und der typische Internetbesucher merkt sofort, da fehlen die Kommentare. Und zum 27C3, dem Kongress des Chaos Computer Clubs, habe ich mir dann mal den Spaß erlaubt und habe eine Seite aufgesetzt, die Kommentare dazu schaltet. Das heißt, ich scrape irgendwie Fefes Seite, gebe die ganzen Inhalte bei mir wieder und schalte aber eine Kommentarfunktion darunter. Das Ganze lief dann so einige Zeit vor sich hin. Es kamen irgendwie immer mehr Kommentare da rein. Ich habe das aber nicht so besonders weiter verfolgt. Bis ich dann irgendwann einen Brief bekam von der Firma Soho Mint, die der Axel Springer Verlag sich vor einigen Jahren gekauft hat, und die boten mir 150 Euro für die Domain an und wollten die Seite ganz gerne kaufen. Woraufhin ich dann dachte, ach ja stimmt, die habe ich ja noch, jetzt müssen wir mal gucken, was da so drin los ist, und anfing mir mal so anzuschauen, was da so passiert ist auf dieser Seite, die ich da irgendwann mal aufgesetzt habe und nicht weiter beachtet habe. Die beeindruckenden Zahlen direkt mal zu Anfang. Innerhalb der ersten 24 Stunden, also bei dem Launch zum 27C3, hatte ich 250.000 Zugriffe auf die Seite. Das lag aber wahrscheinlich eher daran, dass einige Leute gucken wollten, wie resistent der Server ist. Seit dem Tag, dem 30.12., wurden 116.000 Kommentare abgegeben. Zum Vergleich, ich glaube, Netzpolitik.org hat in 9 Jahren noch nicht ganz so viele bekommen. Wir haben einen Schnitt von 134 Kommentaren pro Tag, davon sind ungefähr 30 Spam. Und pro Artikel, den Fefe schreibt, erscheinen da so ungefähr 18 Kommentare. Wir werden im Laufe der Präsentation einige Preise vergeben. Den ersten Preis erhält Wayne, denn er hat den schnellsten Kommentar geschrieben, der jemals bei Refefe als Reaktion auf einen Beitrag kam. Und zwar war der Beitrag Wayne hat's interessiert. Den hat er innerhalb von 8 Sekunden formuliert und dieses Capture gelöst. Man erkennt da noch was Schönes dran. Es haben sich so zwei Stilmittel bei Refefe herausgebildet. Und das ist, eines davon ist, dass man den Satz beginnen lässt mit dem Namen. Ja, also hier, Wayne hat es interessiert. Ich denke, Doppelpunkt, und man baut also quasi, man nutzt die Möglichkeit, sich ein Pseudonym zu geben, gar nicht, sondern macht das zum Teil des Satzes, und Antworten darauf werden dann über dieses Ad mit der Kommentarnummer gemacht. Das heißt, obwohl ich keine Threading-Funktion eingebaut habe, weil das ja irgendwie so an einem Tag geschrieben wurde, haben die sich die da selber mit eingebaut. Ich habe gerade schon so gesagt, ich habe eigentlich mich nicht großartig damit auseinandergesetzt. Ich hörte dann irgendwann in einem Podcast von Michael Seemann und Max Winde, dass eine Politikerin der Piratenpartei sich Mord- und Vergewaltigungsandrohungen im Internet ausgesetzt sah, und habe das irgendwie dann als das typische Theater abgetan und nicht weiter ernst genommen. Bis ich dann in einem weiteren Podcast irgendwann hörte, dass die auf meiner Seite stattgefunden haben. Ja, also da war dann der Punkt gekommen, als ich mich bei Axel Springer meldete und sagte, ja okay, wie sieht's aus, vielleicht nehme ich lieber die 150 Euro, bevor ich im Knast lande, und bin zufrieden damit. Aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, es ist irgendwie doch zu schade, diese solide Datenbasis nicht einer kleinen Analyse zu unterziehen. Und deswegen habe ich das Projekt erstmal noch weiterlaufen lassen. Und die Ergebnisse stellen wir jetzt gemeinsam vor. Den Anfang macht der gute Michael. Hallo, Dankeschön. Genau, also wir haben jetzt uns im Prinzip die gesamten Texte mal runtergeladen mit allen Zeiten und haben das durch allerhand Analysen mal durchlaufen lassen. Was kommen da so für häufige Wörter vor, wie viele Schimpfwörter sind da drin, wer verweist auf wen und so weiter. Und so ein paar Sachen wollen wir mal zeigen. Das ist das Erste, die Schimpfwortverwendung nimmt zu. Ja? Also auf der X-Achse sieht man den Zeit- und Y-Achse, wie viel Prozent der Kommentare Schimpfwörter enthalten. Und man sieht, dass es eine starke Tendenz nach oben gibt.
Und es gibt eine Hochrechnung, im Jahr am 28.11.2038, glaube ich, werden alle Kommentare nur noch Schimpfwörter enthalten. Genau, dann haben wir noch, auch sehr interessant, Schimpfwörter im Verlauf eines Threads, also ein Artikel wird mit Kommentaren versehen, die einzelnen Kommentare, wie viele Schimpfwörter enthalten die, und dann sieht man, dass am Anfang hat man noch so etwa bei, also die ersten Kommentare, die abgesetzt werden, enthalten nur zu 7% Schimpfwörter, und das nimmt dann rapide hoch zu. Also bereits nach 30, 40 Kommentaren hat sein Maximum erreicht. Das sieht man also, ist so ein bisschen die Bestätigung von Godwins Gesetz, dass umso länger die Diskussion ist, umso mehr Schimpfwörter sind drin. Die Liste ist auch lang, wir haben die nicht veröffentlicht, aber da im Prinzip alles, was man so an Schimpfwörtern kennt, mit dabei. Wir hatten auch explizit mal nach Hitler gesucht, ab wann Hitler das erste Mal vorkommt in einer solchen Diskussion. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Die Kommentarfunktion bietet ja die Möglichkeit, dass man sich gegenseitig verweist. Also es hat sich dieses Meme etabliert, dass man auf den dritten Kommentar verweisen kann, den man einfach @3 reinschreibt. Und das haben wir dann aus den Texten mal extrahiert und haben geguckt, wer wann wie auf welchen Kommentar verweist und ihn beantwortet oder weitergeht. Und wir haben das Furchtbare herausgefunden, dass in einem Kommentar mit Schimpfwörtern mehr Replies gibt als ein Kommentar ohne Schimpfwort. Das bedeutet, dass natürlich die Verwendung von Schimpfwörtern möglicherweise so eine Diskussion immer anheizen kann. Das tut sie auch. Was das für die Diskussionskultur im Internet zu bedeuten hat, da möchte ich nichts dazu sagen. Noch eine Grafik, die jetzt weniger mit den Kommentaren zu tun hat, aber vielleicht haben wir noch heute hier Thomas Schmidt alias NetAction auf Twitter. Dem ist das irgendwann mal aufgefallen, dass man natürlich die gesamten Blogartikel, und es gibt ja jetzt auch über 6000 Stück von Fefe, dass man die Zeiten analysieren kann und feststellen kann, wann Fefe denn so seine Blogartikel geschrieben hat. Und da gibt es dieses schöne Diagramm dazu. Also auf der X-Achse sieht man wieder die Monate und auf der Y-Achse die Uhrzeit. Und man sieht immer ganz genau, zu welchen Uhrzeiten er was geschrieben hat. Und da gibt es immer so weiße Freiflächen drin. Das sind die Flächen, wo Fefe schläft. Und dann sammeln sich wahrscheinlich die E-Mails an und dann wacht er auf und dann setzt er sich eine Stunde hin und arbeitet alle durch und haut ein paar Blogartikel raus. Das Spannende ist, er scheint, also diese weißen Flächen, da scheint er irgendwie bis in den Nachmittag hinein, bis 18 Uhr oder sowas zu schlafen. Das macht ja keinen Sinn. Wenn man aber genau hinschaut, sieht man, dass er die meiste Zeit eigentlich tatsächlich nachts schläft. Um 2, 3 geht er ins Bett. Aber diese verschobenen Schlafzeiten sind dann entstanden, wenn er nämlich sich nicht in Deutschland befindet, sondern in Amerika. Das heißt, man kann also die Zeitzonenverschiebung anhand der Uhrzeiten seiner Blogartikel erkennen. Sprich, wir haben, wenn jemand fragt, wo war Herr Leitner am so und so vielten, können wir halt nachschlagen, der war in Amerika. Im Bett. Im Bett in Amerika, genau. Ja, ich habe das nochmal in etwas größer für nur den Zeitraum, an dem Refefe betrieben war. Man sieht auch hier wieder, Fefe schläft irgendwann. Trolle schlafen nicht. Trolle lauern. Aber man sieht halt auch, dass es schon irgendwie zusammenhängt mit der Zeit. Wenn er was schreibt, dann wird getrollt, aber ansonsten rund um die Uhr. Was wir dann noch gemacht haben, ist, wir haben uns mal die IPs angeschaut und es gibt halt Reverse DNS. Damit kann man zu einer IP-Adresse den Domainnamen rausfinden. Und dann haben wir mal geguckt, was haben die eigentlich gemeinsam? Und da ist uns als erstes mal aufgefallen, es gibt ja Unis. Ich glaube, das da oben ist Heidelberg. Wenn ich die Spam-Kommentare nicht rausnehme, dann ist das noch deutlicher mit Heidelberg. Ich weiß auch nicht warum, ich habe aber mal das einer Freundin gezeigt und die war nicht überrascht über Aachen. Wenn man mal überlegt, wie abgeschlagen zum Beispiel die HU Berlin ist, dann sollte man sich vielleicht fragen, was das für Leute sind, die da zu den Unis gehen. Was wir auch haben, ist so ein Provider-Ranking. Das sind fast nur Provider, aber einmal ist da auch dieser NetAction, neben halt so großen Namen wie der Telekom, LSDSL, Arcor. Auch da ist natürlich wieder klar, wer die meisten Leute hat, hat halt die meisten Trolle, aber wir haben versucht zu ermitteln, rauszufinden, ob das irgendwie zusammenhängt mit den Nutzerzahlen, aber konnten das irgendwie nicht zusammenrechnen. Dann ist natürlich die Frage,
über was schreibt eigentlich Fefe? Wir hatten ja alle Beiträge, also weil Linus hatte ja abgegriffen. Und das ist so eine lustige Wortcloud. Einige seiner Lieblingsthemen sind zum Beispiel die USA oder Polizei oder Deutschland oder Regierung. Interessant wird es aber, wenn man das mal vergleicht mit, worüber schreiben eigentlich die Kommentatoren? Ihr seht da zum Beispiel sehr deutlich das Wort Mann, das sind die Top 100 Wörter, die Fefe also gerne verwendet, minus der häufigsten Wörter, die halt im Deutschen verwendet, also und steht da halt nicht. Ja, die Kommentatoren schreiben über Fefe, aber zum Beispiel auch über die Piraten oder Deutschland. Und da steht zum Beispiel auch irgendwo das Wort Frau größer als Mann. Das ist eigentlich ganz lustig, weil es gibt Sachen, auf die überhaupt gar nicht ansprechen oder halt auch Sachen, bei denen irgendwie klar ist, das benutzen nur Kommentatoren. Also zum Beispiel, Fefe schreibt Israel, aber nur Kommentatoren schreiben Jude. Und dann dachte ich eigentlich, okay, wenn Fefe ein Wort verwendet dann, und die Kommentatoren es nicht verwenden, dann könnte es dazu führen, dass sie vielleicht weniger kommentieren. Und umgekehrt, wenn er ein Wort verwendet, was er selten verwendet, aber die Kommentatoren sehr mögen, also wenn er mal wieder was über Menschen oder Piraten schreibt, könnte das ja irgendwie zusammenhängen, dass sie dann mehr schreiben, wenn er seltener darüber schreibt, also mehr Kommentare. Da ist aber leider nur bei drei Sachen was rausgekommen, nämlich irgendwie, wenn er über Deutschland schreibt, gibt es irgendwie im Schnitt 3 bis 4 Kommentare mehr. Aber wenn er über Piraten oder die NPD schreibt, dann gibt es so im Schnitt 14 bis 15 Kommentare mehr, als wenn das nicht tut. Aber interessanterweise, so Sachen wie zum Beispiel USA oder Israel, also seine Lieblingsthemen, haben absolut keinen Einfluss darauf, ob mehr Kommentare kommen. Wir haben uns da noch ein bisschen versucht anzuschauen, den Inhalt der Kommentare. Das haben wir dann... Also mehrere Versuche haben wir abgebrochen, das zu tun. Michael hat sich den kompletten Thread zu den Creeper-Cards durchgeschaut. Das waren irgendwie um die 300 Kommentare. Ja, also dein Applaus, Michael. Und wir haben uns dann irgendwie gedacht, wir wollen ein Maß dafür finden, was der Informationsgehalt eines Beitrages ist. Und das irgendwie zu raten, kann man irgendwie unter Genfer Konventionen keinem Menschen antun. Also haben wir einfach mal gesagt, okay, wir machen das mal auf den Nerdweg und gucken, wie gut lässt sich der Beitrag komprimieren. Das heißt, wir nehmen den Beitrag, zippen den und vergleichen seine Anzahl, seine Größe in Bit mit seiner ursprünglichen Größe. Und so können wir dann feststellen, ob jemand viel Inhalt gegeben hat oder nicht. Und natürlich, auch da gibt es jetzt wieder einen Preis zu gewinnen, und zwar den inhaltslosesten Beitrag. Das ist der inhaltsloseste Beitrag, der mit seiner Länge am wenigsten Informationen vermittelt hat. Interessanterweise musste man natürlich dann auch den gehaltvollsten Beitrag bauen und das ist nicht erkennen. Das ist aber nicht ganz so einfach, weil je kürzer die Beiträge sind, desto schlechter lassen sie sich komprimieren. Also musste ich da noch mal ein bisschen für korrigieren und habe dann, und da sieht man auch die Grenzen dieser Metrik, den gehaltvollsten Beitrag gefunden. Und zwar hat da jemand einfach Binary reingeworfen. Ich weiß, du weißt, was das ist? Okay, nee, keine Ahnung. Also es ist irgendwas so. Aber man sieht so, es sind ganz viele unterschiedliche Zeichen. Das kann gut sein, ich weiß es nicht. Aber man sieht, es sind irgendwie ganz viele komische Zeichen und das lässt sich natürlich schlecht komprimieren. Aber es ist natürlich jetzt eigentlich nicht das Gehaltvollste. Also bin ich ein bisschen runtergegangen, habe den ersten wirklich gehaltvollsten Beitrag gefunden. Und man sieht, die Metrik funktioniert tatsächlich, weil da gibt es dann Texte, wo Menschen was schreiben. Und hier zum Beispiel, diesmal wird Deutschland nicht geteilt, diesmal wird es vernichtet. Krieg, 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 okay, man sieht, aber das ist der gehaltvollste Beitrag, den wir bei Rehfefe finden konnten. Es ist dann schwierig geworden zu schauen, ob der Gehalt der Informationen, also der Gehalt der Beiträge, die die Leute schreiben, irgendwie mit irgendetwas korreliert. Und er korreliert schon mal nicht
wenn man den gesamten Datensatz nimmt, ein kleiner Exkurs jetzt, wenn man den gesamten Datensatz nimmt, hat es keine Korrelation zwischen der Kommentarposition und dem Informationsgehalt des Beitrages. Es gibt aber auch keine Korrelation zwischen dem Artikel, die Fefe geschrieben hat, und dem Informationsgehalt der Kommentare, die es dazu gibt. Die Sachen sind jetzt ein bisschen schwierig zu visualisieren, deswegen habe ich das jetzt einfach nur mal so dahingeschrieben. Wenn man aber für den Artikel kontrolliert und dann sagt, also man sagt, durch den Artikel schätze ich den Y-Achsenabschnitt, den Durchschnitt des Kommentargehaltes, und schaue dann, wie sich der Verlauf über die Zeit ändert, dann habe ich eine starke negative Korrelation. Das heißt, man kann also die Aussage machen, innerhalb des Threads nimmt dann der Informationsgehalt der Kommentare ab. Interessanterweise, also man würde das ja ohnehin erwarten, weil irgendwann wurde halt alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Das heißt, am Ende wiederholen die Leute sich. Aber mein Maß, was wir hier, oder das Maß, was wir hier angebracht haben, bezieht sich ja nur auf den Kommentar selber. Das heißt, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, dass die Leute irgendwie immer bescheuerter schreiben oder immer schlechter oder immer weniger Informationen von sich geben. Wie gut die Leute schreiben, haben wir dann auch mal untersucht. Und zwar gibt es so relativ einfache Ansätze, das Schulniveau eines Satzbaus zu errechnen. Das heißt, man nimmt irgendwie, wie viele Wörter pro Satz und wie lang ist der Satz, wie verschachtelt ist der Satz, und dann kriegt man als Antwort einen Wert, das ist der Lesbarkeitsindex, und der sagt wiederum, auf welchem Schulniveau ein Kind ungefähr sein muss, um den Satz parsen zu können. Und wir sehen die Kommentatoren, 5. bis 6. Schuljahr, Fefe 7. bis 8. Das ist ein ziemlich guter Wert, dieses 7. bis 8. bei Fefe. Darüber will man eigentlich nicht sein, weil dann wird es auch zu kompliziert. Bild.de ist 6. Klasse, also nur als Vergleich. Also Fefe, wer hätte das gedacht? Wir haben dann mit diesen Reverse-DNS-Anfragen neben Providern und Universitäten auch noch einige andere interessante Firmen gefunden, von denen ich jetzt noch freundlich mal im Rahmen der Post-Privacy einige nennen möchte. Von dem Netz der Commerzbank haben wir insgesamt 54 Kommentare bekommen. Und dann gibt es einen Finanzinformatik-Technologie-Service, der uns mit immerhin 270 Kommentaren beglückt hat. Das ist mehr als die Unis. Mehr als die Unis. Also man sieht, das ist wirklich ein sehr guter Think Tank, dieser. Wir haben uns natürlich irgendwann gefragt, was mache ich gegen bestimmte Kommentare, die ich da einfach nicht mehr haben möchte. Und natürlich das Naheliegendste wäre einfach zu sagen, man macht irgendwie eine Blacklist und sagt, okay, wenn du dieses Wort verwendest oder so, dann kommt dein Kommentar in eine Warteschleife oder wird überhaupt nicht zugelassen oder so. Das handelt einem aber ein bisschen Ärger ein. Deswegen möchte ich jetzt einen kleinen Exkurs in die Psychologie, in den Behaviorismus machen, wo wir uns ja alle ungefähr damit schon mal auseinandergesetzt haben mit dem Belohnungslernen. Das heißt, wenn jemand eine Belohnung bekommt, verstärkt das sein Verhalten. Das heißt, er zeigt danach eine höhere Wahrscheinlichkeit, das wieder zu tun. Wenn er eine Bestrafung bekommt, dann lernt man quasi so dagegen, also man löscht das Verhalten aktiv, aber das Reizt oder das Beste, um unerwünschtes Verhalten wegzukriegen, ist es zu ignorieren oder gar kein Resultat zu geben, ja? das gesamte Verhalten irgendwie bedeutungslos zu machen. Und das ist die Methode, wie man am dauerhaftesten so ein Verhalten senkt. Wir haben ja im Hinterkopf das Problem, dass die Leute belohnt werden mit Antworten, wenn sie sich schlechter ausdrücken. Das heißt, dem müssen wir irgendwie entgegenwirken. Gleichzeitig in der Operantenkonditionierung die Idee, wie oft erfolgt diese Belohnung. Ja? Und was die Forschung uns da lehrt, ist, also kontinuierlich, wenn ich ein Verhalten kontinuierlich belohne, dann wird es auch relativ schnell aufgebaut. Aber es wird auch wieder relativ schnell verlernt, weil sobald ich diese Belohnung dann wieder wegnehme, setzt dieses Ausbleiben ein und das Verhalten wird gelöscht. Am besten bringe ich Leuten was bei, oder bringe ich Tieren etwas bei, indem ich
nicht immer belohne. Ja, weil sie dann jedes Mal denken, wenn sie nicht belohnt werden, oh, ich habe mich nicht genug angestrengt oder so. Und dann geben sie sich nächstes Mal mehr Mühe. Und sie sind dann auch frustrationstoleranter, wenn sie mal nicht belohnt werden und probieren dann öfter. Das hat man dann mit Tieren in der Psychologie so gemacht, dass man, dass man die am Ende dann irgendwie nur noch jedes hunderttausendste Mal, wenn sie auf irgendeinen Knopf gedrückt haben, denen irgendwie ein so eine Kügelchen zu essen gegeben hat. Aber sie haben halt nicht aufgehört, das zu tun. Ja, also intermittierende Verstärkung ist das Beste, was man machen kann, wenn man ein Verhalten aufbauen oder eben verhindern möchte. Und das gilt natürlich auch genau umgekehrt. Und deswegen habe ich dann irgendwann im November etwas gebaut, was ich erst heute die Trolldrossel genannt habe. Und wie gesagt, es gab einige Sätze, die da immer wieder auftauchten, die waren irgendwie ein bisschen nervig. Und ich wollte aber jetzt nicht, ich habe ja auch Angst vor den Leuten auf Rehfefe. Das sind viele und die sind offensichtlich irgendwie anders drauf als ich. Und ich hatte jetzt Angst, denen wirklich was zu verbieten, weil die wissen ja auch, wo ich wohne und haben das auch öfter schon betont, dass sie ja wissen, wo ich wohne. Also habe ich gesagt, okay, was jeden Menschen frustriert und daher irgendwie ein gutes Potenzial ist, ist das Capture. Und ich habe einfach ein kleines bisschen Code eingefügt, was eine Zensurliste definiert von Sätzen, die ich nicht unbedingt gerne haben möchte. Und diesen Sätzen und Wörtern ist eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet, dass es Trolle sind. Und mit genau dieser Wahrscheinlichkeit lösen die Leute das Capture nicht, egal ob sie es richtig machen oder nicht. Sie können aber, also der Vorteil liegt auf der Hand, ja. Ich musste dann irgendwie, dann haben sie angefangen irgendwie Leadspeak, ich musste mir dann noch Funktionen bauen, irgendwie so zu kontrollieren, irgendwie jede Leadspeak auch parsen zu können. Leadspeak ist das, wenn ein E durch eine 3 ersetzt wird oder so, um das irgendwie alles zu erkennen, dass sie nicht versuchen, mich dazu zu auszutricksen. Aber der Vorteil liegt auf der Hand, ich habe keinen Moderationsaufwand, ich habe keine Zensurvorwürfe. Und ich habe die Leute maximal beschäftigt. Ja? Es gibt hier einen Beispielkommentar, den ich mal rausgesucht habe. Das ist also so ein typischer Beitrag, den man eben nicht sehen möchte. Aber der gute Mann hat 10-mal das Capture gelöst, bis der Beitrag dann irgendwann freigeschaltet wurde. Eine technische Alternative dazu ist das sogenannte Hellbanning, also für Leute, wo man, sag ich mal, auch unter Trollen leidet, würde ich das Hellbanning empfehlen. Das heißt, man kategorisiert seine Besucher eigentlich in 2 Gruppen und zeigt die Trollkommentare auch nur Trollen an. Dann können die sich nämlich untereinander austauschen, bekommen Reaktionen und merken nicht, dass sie von anderen nicht gelesen werden. Ja? Das ist bei Rehfefe allerdings nicht so sinnvoll, weil so was wir jetzt bis jetzt festgestellt haben, da gibt es nur Trolle. Insofern machen wir das so. Und damit sind wir, glaube ich, mit dem Vortrag am Ende. Das heißt, wir können vielleicht noch eine Frage entgegennehmen, falls es eine gibt. Pro Tag. 30 Kommentare Spam pro Tag. Ich unterscheide nicht zwischen Spam, der wirklich das Capture nicht gelöst hat, und Leuten, die aufgrund der Trolldrossel das Capture nicht gelöst haben. Das heißt, also im Spamfilter sind dann wieder alle gleich, da wird niemand diskriminiert. Ja, genau, ich kann ja das Mikro. Nee.
Oh, nee, kann ich nicht. Stell einfach die Frage dann. Letztes Jahr haben hier Leute von der Zeit im Prinzip mit deren Kommentarstrengen Analyse getrieben. Ist ein bisschen anderes Umfeld, gebe ich zu. Aber die haben im Prinzip eigentlich genau das Gegenteil herausgefunden. Die haben gesagt, Kommentare, die nicht trollen, werden belohnt dadurch, dass sie mehr Interaktion auslösen. Das ist, glaube ich, dass Trollkommentare wieder Trolle erfüllen, das glaube ich, nicht geht. Ja, also der Hinweis ist, dass bei der Zeit Online das Kommentarsystem mal untersucht wurde und zu ziemlich gegenteiligen Ergebnissen geführt hat. Und die Vermutung absolut ist richtig, das liegt wahrscheinlich an Unterschieden in der Leserschaft, ja. Also klar, diese Ergebnisse gelten nur für Refhefe. Die Frage ist, ob ich versucht habe, das bei Netzpolitik einzubauen. Dazu sage ich nichts. Aber es gibt natürlich naheliegende Theorien, ein System zu bauen, das zu einem Informationsaustausch zwischen einerseits Refhefe und anderen Internetplattformen bietet. Aber das würde ich jederzeit aufs Schärfste zurückweisen, sowas zu tun. Die Frage ist, ob man mit der Trolldrossel auch tatsächlich die Kommentare von Trollen verhindert. Wir haben jetzt nicht die Analyse nicht gemacht, zu gucken, wie viele geben auf versus wie viele geben nicht auf. Das Interessante ist, dass ich weniger E-Mails bekomme von Leuten, die sich über Trolle ärgern. Das heißt, die Trolldrossel soll ja eigentlich nicht auf den einen Kommentar wirken, sondern langfristig. Ja, sie soll ja eigentlich langfristig den Leuten den Spaß wegnehmen, dass sie also zu Refhefe kommen und sagen, ach Mann, ey, ich gehe jetzt woanders kommentieren, weil bei Refhefe, da ist dieses nervige Capture. Und das nervt einfach. Das nervt Leute auch. Und ich bekomme, seitdem ich das Ding eingebaut habe, keine Beschwerden mehr. Und eingebaut habe ich es, weil ich Beschwerden bekommen habe von Refhefe-Lesern, die also sagten, ey, kannst du nicht irgendwas machen? Inzwischen kriegt man das nicht mehr hin. Und auch wenn ich jetzt so ein bisschen die Leute gebasht habe, da sind immer wieder auch tatsächlich mal sinnvolle Auseinandersetzungen. Und es gibt Leute, die legen da Wert drauf und die mögen dieses Teil. Ja? Und die fühlen sich natürlich dann auch dadurch gestört, wenn da irgendwelche Idioten... ja, und deswegen also war halt mein Ansatz, okay, dann sollen sie wenigstens frustrierter dabei werden, wenn sie sich dann nicht benehmen in meinem kleinen Wohnzimmer, was ich für Fefe gebaut habe. Fefe nennt das übrigens die Trollgrube. So. Unsere Zeit ist abgelaufen.